Basti. Wo immer er in Chicago momentan auftaucht, ist eines garantiert: extreme Rudelbildung. Bastian Schweinsteiger bei seiner öffentlichen Vorstellung umringt von hunderten Fans. Zuvor hatte es eine Pressekonferenz der besonderen Art gegeben. Sein neuer Verein hatte kurzerhand nicht nur Reporter und Kamerateams eingeladen, sondern auch große und kleine Schweini-Enthusiasten. Der 32-Jährige, auf der Bühne übrigens, in fließendem Englisch. Begleitet wurde er von seiner Frau und seinen Eltern. Oh, ich fühle mich gut. Also ich bin nicht 37, 38. Ich fühle mich sehr gut und natürlich muss ich mich erstmal an die Mannschaft gewöhnen und auch Trainingseinheiten machen. Das ist ganz wichtig für mich. Aber ich fühle mich gut und freue mich auf die Spiele. Die er übrigens hier absolvieren wird, in einem Vorort von Chicago. Nicht gerade eine gewaltige Arena mit 22.000 Sitzplätzen. Beim ersten Training konnte er schon mal zeigen, was er kann, auch wenn nicht alles auf Anhieb klappte. Aller Anfang ist schwer. Schweinsteigers Ausflug nach Amerika lohnt sich finanziell auf jeden Fall. Der Ex-Nationalspieler verdient in den nächsten 12 Monaten rund 4,5 Millionen Euro.